Sportlicher Besuch bei Harting. Die beiden GWD-Handballer Max Starr und Lukas Kister kamen zu uns. Sie spielen in der U20-Handball-Nationalmannschaft und haben bereits die Koffer für die in Kürze stattfindende Europameisterschaft in Slowenien gepackt. Vorher schauten sie sich allerdings noch in unserem Ausbildungszentrum um und informierten sich hier über die Ausbildungsmöglichkeiten der Technologiegruppe. Ja, also im NASAD haben mich echt schon sehr viele Aspekte beeindruckt. Zum einen die Größe, daran erkennt man ja auch den großen Wert, den die Firma Harting halt der Ausbildung beimisst. Und halt durch die vielen Ausbildungsberufe, die auch in diesem NASAD ausgebildet werden, sieht man ja halt auch, dass da eine gewisse Gemeinschaft entsteht, eine gewisse Kommunikation, ein Zusammenarbeiten. Ich glaube, es waren über 2000 Quadratmeter, die wir hier besichtigt haben, mit ganz vielen verschiedenen Stationen, aber trotzdem kam es sehr einheitlich rüber. Auch die Projekte, die wir gesehen haben, dass man also was sieht und nicht so wie im Museum, man sieht es und versteht es nicht, sondern es wurde hier super erklärt. Klar versteht man noch nicht, welches Kabel was für eine Aufgabe hat, aber den Grundsatz hat man hier schon ganz gut verstanden. Und das ist natürlich sehr attraktiv, wenn man sieht, dass hier eine Gemeinschaft herrscht. Auch, dass man viele Projektarbeiten hat. Ich glaube, da in praktischen Sachen lernt man am meisten. Und das ist eigentlich das, was man hier sehr gut sieht. Wir machen Helden. Unter diesem Leitspruch setzt Harting auf die Jugend. Und dies gilt sowohl für die eigenen Nachwuchskräfte im Unternehmen als auch für die Förderung der Jugendarbeit im Handball bei GWD Minden und beim Deutschen Handballbund.